Liebe Schwestern und Brüder, wir haben gestern darüber nachgedacht, über dieses kostbare Wort des Paulus, dass Gott durch die Kirche verherrlicht werde. Das ist der Sinn und Zweck der Kirche. Wenn wir in diesen Wochen und Monaten so unendlich viel und irgendwie auch furchtbar lähmend und ermüdend über die Moral sprechen und uns permanent eingehämmert wird, dass die sich jetzt gefälligst zu ändern habe, weil wir sonst von gestern sind, weil wir aus der Zeit gefallen sind oder was da immer alles gesagt wird, ist das leider immer nur die halbe Miete. Wir merken heute, wie Paulus seinen Gedanken fortführt, dass es die Kirche gibt, damit Gott verherrlicht werde. Wenn man das nämlich weiterdenkt, kommt man ganz automatisch auch zu Verhaltensregeln. Und zwar zu solchen, die nicht zur Disposition stehen, weil es um die Verherrlichung Gottes geht. Davon spricht aber niemand. Natürlich, wenn man die Moralgebote nur für sich nimmt, sind sie sämtlichen Änderungen unterworfen. Da ist mal dies in, mal jenes in, da kann man das machen, man kann es auch lassen oder anderes tun. Aber darum geht es nicht. Es geht um diese eine Grundlinie. Und unser Problem scheint zu sein, dass viele auch in der Kirche nicht mehr wissen, was Kirche denn ist und wozu es sie gibt. Also gibt es diese Wackelpudding-Veranstaltung bei der Moral. Ist logisch. Kann gar nicht anders sein. Also, was müssen wir tun? Erstens müssen wir lernen, es zusammenzudenken. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, das, was Paulus uns heute am Beginn sagt. Ich ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Kirche bedeutet die Herausgerufenen, die von Gott Gemeinten und die von Gott Angesprochenen. Das ist nicht jeder Mann und jede Frau. Offenbar nicht. Das gehört zu den großen, sollen wir sagen, Rätseln oder Geheimnissen Gottes, dass nicht einfach zunächst einmal alle gerufen sind, sondern dass er, wie damals in Israel, Unterschiede macht. Und dass die Herausgerufenen eine Aufgabe haben. Wenn aber die Herausgerufenen ihre Aufgabe nicht wahrnehmen, dann geht ein Zeugnis für die ganze Welt, für all die anderen, verloren, die ja aufmerksam werden sollen auf diesen Gott, der andere ruft, damit sie andere wiederum mitziehen in sein Heil, in seine Heiligkeit hinein. Und das auch durch einen Lebenswandel, der ablesbar ist. Obwohl Gott, wie wir nur zu genau wissen, schwache Menschen ruft. Und das weiß er. Also das eine nicht ohne das andere. Es gibt in der Kirche keine Moral, ohne dass wir über die Kirche sprechen und uns zuvor bewusst werden, was denn Kirche ist, wozu sie da ist, was ihr Sinn ist, welchen Sinn Gott selber in sie hineingelegt hat.